Oh yeah. Ja. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Cloudplay-Wochenrückblick der Kalenderwoche 23. Ach, mein Name ist Cheeky Boink und ich habe ja gerade StarCraft Die Königin der Klingen gelesen und der Captain hat Dinge getan, die er uns jetzt sicherlich erläutern kann. Hallo, guten Abend. Hi, Leute, was soll ich sagen? Es war hart. Ich habe es überlebt. Raccoon City, ich bin rechtzeitig rausgekommen. Ich habe mehrfach gegen William Birkin gekämpft. Mehrfach auch erfolglos, aber das ist was für ein anderes Thema. Ich habe Leon gerettet. Ich habe Sherry Birkin gerettet. Ja, alle kaputt gehauen. Was soll ich sagen? Ne? Es geht bald weiter, ja, mit dem nächsten Resident Evil Abenteuer und ich muss ja nun mal sicher gehen, ja, dass wenn ich für euch im Außeneinsatz bin, liebe Leute, dass mein Equipment mir ja nicht versagt. Ja, damit ich die Zombies kaputt machen kann. Und für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon der Captain redet, der schaut sich das Ganze auf YouTube an, denn wir liefern euch das Ganze natürlich in zwei Ausführungen, nämlich einmal auf die Öhrchen und einmal für die Äuglein. Und deswegen haben wir den Podcast, das ist cloudplay.show/podcast für alle Infos rund um den Podcast, beziehungsweise die Links findet uns bei Apple, bei Google, bei Frubel und bei Schnubel und bei youtube.com. Sind wir auch bei Bing? Wir sind auch bei Bing und bei youtube.com und bei Lycos. Ihr, die mit dem Hund. Ne? Stabil. Und youtube.com/@cloudplaytalk ist natürlich dann eure Adresse für das Audio. Nee, für das Visuelle. Oder ist das audiovisuell? Ist ja audiovisuell. Es ist audiovisuell. Audiovisuell. Dann. Ja. Ja. Schön. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Es ist einfach so warm, dass mein Gehirn nur noch halbwegs funktioniert. Aber das, ich hab hier einen Lüfter, der. Also, in der Richtung habe ich einen Lüfter, der. Weiß nicht, was er tut. Theoretisch sollte er mich ein bisschen, sollte er meine Haut kühlen. Tut er aber kühlen. Nicht, das nervt mich. Ich könnte die Klimaanlage, ist eine integrierte Klimaanlage, aber wenn ich die anmache, dann platzen euch die Ohren, weil die ist laut. Naja, also du spielst, das ist ja der zweite Take jetzt schon, deswegen ja, wollte ich es aber trotzdem nochmal angesprochen haben. Ich spiele ja aktuell noch Resident Evil 4, das Remake, auf dem Steam Deck und ich bin gerade dabei, dass ich quasi den Schlüssel habe, um in die Kirche reinzukommen. Und das ist dann direkt nach der See-Episode. Ja, was denn? Ja, das ist schon richtig weit. Das ist schon nach dem Vorspann. Das stimmt doch gar nicht. Also ich glaube, da bist du schon ein paar Stunden im Game. Ja, ach, alles gut. Aber es ist ja auch nicht dein First Run, oder? Du hast es doch bestimmt doch schon mal auf anderen Systemen gespielt, wie zum Beispiel Mikrowelle, Taschenrechner, irgendeine Spielekonsole. Ja. Ja, das Spiel, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Skyrim. Ne? Also die Resident Evil-Teile sind ja mittlerweile auf so ziemlich allen Plattformen erschienen. Ich bin mal gespannt, ob es dann nochmal für die Original-Playstation rauskommt. Einfach nur noch so mal so ein Downgrade-Release. Aber gibt es nicht, es gibt ja, liebe HörerInnen da draußen, es gibt ja YouTube-Fan-Formate von so Sachen. Und die nennen sich D-Makes. Wo Leute absichtlich aktuelle Titel optisch einem leichten Downgrade unterziehen. Finde ich auch spannend irgendwie, das Ganze. Ja, ich gucke jetzt mal ganz kurz rein und ja, tatsächlich es muss, glaube ich, so eine Fanseite sein. Biohazard Espanyar. Buenos Nachos. Die ersten 10 Minuten vom Resident Evil 4 Remake. Da muss ich mal reingucken. Sieht ja bestimmt geil aus. Ja, nochmal bestimmt. Ton aus. Wobei, man muss ja sagen, dass Capcom schon mit seinen neuen Teilen, ihr könnt die zum großen Teil auch in der Cloud genießen, natürlich. Oder halt bei Shadow, wo sie, wenn Shadow mal funktionieren sollte, aber da kommen wir später zu, könnt ihr natürlich auch alle auf Shadow spielen. Aber ich muss ja sagen, Capcom hat ja schon abgeliefert. Also, wenn die ein Remake raushauen, dann sind die gut. Also,
Ja, also da glaube ich, auch wenn Capcom in der Vergangenheit einiges einstecken musste, auch Resident Evil echt absolut downhill war. Aber mit dem 7. Teil und halt auch den kompletten Remakes haben die sich schon rehabilitiert. Und ja, liebe Leute und liebe Resi-Fans da draußen, wir wissen auch Richtung Resident Evil 3 Remake, optisch, spielerisch top, storytechnisch fehlt einiges, haben sie was rausgenommen, weiß ich. Aber nichtsdestotrotz sind es halt doch gute oder gut gelungene Projekte von denen. Also ich muss sagen, also Teil 3 ist mein Down, also mein Tiefpunkt. Also von den Entschuldigung, welcher Teil? Teil 3. Also Teil 6 ist natürlich Müll, aber der zählt für mich nicht, weil der ist wirklich schlecht. Teil 3 aber gefällt mir einfach nicht. Also so vom Spiel an sich. Ich mag nicht, wie das Spiel ist. Es ist handwerklich gut. Entgegen Teil 6 halt, das ist handwerklich auch nicht, das ist nicht gut. Aber ich mag halt den Rest halt so nicht. Ne? Also da, ja, also, weiß ich nicht, schwer zu beschreiben. Das Ding ist ja bei Resident Evil 3, dass Capcom ja den Deal hatte, drei Resident Evil oder drei Main-Teile der Resident Evil-Serie auf der PlayStation 1 zu veröffentlichen. Während aber dann halt auch schon zum Beispiel die Sega Dreamcast in den Startlöchern stand. Und die eigentlich halt auch Bock hatten, dann Next-Gen zu entwickeln, auch gerade was Resident Evil angeht. Weswegen die sich dann ja halt dann eher näher auf Code Veronica konzentriert haben. Und Resident Evil 3 dann, ja zumindest von den ersten drei Teilen halt natürlich halt dann als Schwächste daherkommt. Und viele Leute halt auch einfach sagen, ey, deswegen ist Code Veronica eigentlich so der inoffizielle dritte Teil. Ich fand so, aber. Die mussten noch irgendwas raushauen auf der PlayStation 1 und deswegen ist eigentlich Resident Evil 3 so geworden, wie es geworden ist. Aber ich fand die erste Stunde vom Remake gut. Die hat mir sehr gefallen. Aber danach hatte ich keinen Bock mehr. Nee, ich muss es mir nochmal angucken. Ich muss mir das echt nochmal angucken. Ja. Da warten wir natürlich auf die fundierte Meinung und Streams vom guten Captain. Ja. Stimmt, weil Resident Evil 3 kann man ja auch über GeForce Now spielen. Huiuiui. Huiuiui. Aber erstmal Resident Evil 7. Ich gehe da in keiner chronologischen Order. Aber Resident Evil 7 wird wild, Leute. Ja, das wird richtig wild. Noch wilder als 2. ich hab's geliebt. Gut, kleine Resident Evil-Exkursion hier. Bevor wir in den Wochenrückblick generell starten, habe ich ein paar Hausaufgaben für euch, nämlich gebt uns all euer Geld. Nein, natürlich nicht. Wir haben aber Folgendes, was wir euch ans Herz legen möchten, nämlich herzt uns gerne, nämlich auf Social Media, teilt unsere Inhalte, gebt uns Reichweite und ein bisschen Algorithmusliebe, denn hilft uns am meisten. Und stadt-bremerhaven.de oben in die Suchleiste klicken und Cloud eingeben für den Wochenrückblick generell jeden Sonntag gegen 17 Uhr in Schriftform. Dann habt ihr natürlich den Podcast, den habt ihr schon gefunden, oder YouTube habt ihr auch schon gefunden. Nochmal aber zur Information, cloudplay.show/podcast für alles, was auf die Ohren geht, youtube.com/@cloudplaytalk für alles, was auf die Augen und die Ohren geht. Und da könnt ihr gerne auch die Inhalte von Gamefilmman, vom Captain Aldi, von den anderen People und tollen Menschlein, die so da sind, unsere Talkshow und so weiter und so fort. Der Inlead haut da auch ständig was raus. Also schaut da gerne mal rein. Unsere Community natürlich auch im Discord. Das findet ihr in der Beschreibung oder auf unserer Website den Link zum Discord. Und da ist auch immer etwas los. So, jetzt ist natürlich die Frage, sprechen wir über das Summer Game Fest vorab, beziehungsweise das, was Microsoft rausgehauen hat. Ich würde ja schon fast sagen, ja, bevor wir zum Wochenrückblick generell kommen, um vielleicht so ein paar Sachen mal anzuschneiden. Und jetzt gucke ich natürlich in Richtung Captain Aldi. Wie siehst du das? Du bist der Chef. Ach so, ich bin der Chef. Können wir gerne machen. Ich habe auch nur mal so ein bisschen was am Rande mitbekommen. Der gute
Gentleman ist, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gerade ist, aber auf jeden Fall heute am Sonntag, Aufnahmezeitpunkt, ist der 11.06. Ist der Gentleman um 19 Uhr auf Twitch unterwegs gewesen und hat sich den Xbox Showcase angeguckt. Ich weiß nicht, ob noch ein Video folgt für unser YouTube-Kanal. Ja. Bestimmt. Guck mal, dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal einen Querverweis. Der hat sich das für euch angeguckt und live kommentiert. Ich hatte leider keine Möglichkeit gehabt, es zeitlich zu schaffen, da reinzuschauen. Aber ich habe mir schon mal was aufgerufen hier. Also ich bin mir durchaus sicher, dass einige Titel auch in der Cloud erscheinen werden. Vor allem natürlich, was da bei Microsoft rausgehauen worden ist. Ob es jetzt die xCloud ist, GeForce Now oder andere Dienste, da werden wir natürlich schauen, wie schnell das passiert, ob es Day One ist oder dann irgendwie verzögert. Das können wir jetzt noch nicht voraussehen, aber sicherlich mit dabei wird Starfield sein, das neue Fable. Wir haben Hellblade gesehen, ein neues Forza natürlich auch. Starfield war ja ein sehr großer Aufmacher. Dann gab es natürlich auch neue Titel, Mirage von Ubisoft zum Beispiel. Und ich glaube, ein Remake von Teil 1 sollte das sein, was dann in neuer, ein bisschen... Ja, das sah für mich so ein bisschen in Mobile-Optik aus, aber der Look hat mich jetzt nicht so abgeholt, muss ich sagen. Aber Ubisoft hat morgen nochmal einen dedizierten, also am Montag, einen Showcase und da wird sicherlich noch das ein oder andere gezeigt werden, nämlich auch das neue Star Wars. Yay! also ich habe hier im Zuge meiner natürlich knallhart recherchierten Vorbereitung einfach einen Tab von IGN offen zu dem Thema und da taucht bei dem Microsoft Showcase auch ein Abschnitt auf zum Thema Star Wars Outlaws, ja, wie der Titel heißen wird, und der von Ubisoft kommt. Ja, für 2024 ist es angekündigt, Open World, also die Screenshots, die man sieht, die sehen schon natürlich nicht schlecht aus. Ne? Ja. Also das lässt sich schön ansehen. Aber ich denke mal, so was bei jedem immer so ein bisschen die krasse Euphorie dämpft, ist die Tatsache, also geht es Chiki und mir zumindest, dass das Ding von Ubisoft kommt. Und das ist ein, ja, kann natürlich gut werden, um Gottes Willen, ne? Aber es ist, gerade wenn ich Richtung Far Cry gucke. Ja, war der letzte Teil auch nicht so mein Highlight. Ich habe vor allem, haben mir jetzt Gameplay-Szenen gefehlt. Also was ja gezeigt worden ist, sah gut aus, aber da war jetzt noch nicht so wirklich Gameplay mit dabei. Kann natürlich sein, dass es jetzt in der Ubisoft-Präsentation dann vorgeführt wird. Möglicherweise, dass sie sich das noch aufgespart haben, aber fand ich sehr schade. Dafür hat man umfangreich einiges von Starfield gesehen, wo ja viele auch hyped sind. Ich bin da jetzt erstmal noch ein bisschen vorsichtig, was das Spiel angeht. Und generell so der Katalog von Microsoft spricht mich nicht ganz so an. Aber ich weiß, da draußen sind natürlich viele Fans von Fable und den anderen Titeln, die da präsentiert worden sind. Und ich glaube schon, dass da, die haben es, glaube ich, mehr abgeliefert, als Sony mit seiner Präsentation gemacht hat. Und eine Sache, auf die freue ich mich dann doch. Und das ist der Cyberpunk-DLC, der jetzt auch verfügbar ist für euch zur Pre-Order. Phantom Liberty kommt im September. Im September und kann jetzt schon überall pre-ordert werden, ob es für PC oder für Konsolen ist. Könnt ihr euch sichern. Kostet 30 Öcken. 30. Ist ein, ja, ist schon ein Premium-Preis, ne? Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich gebe es zu. Ich klicke mich gerade durch die Screenshots von Payday Teil 3. Ah, das kommt ja auch noch. Das ist auch angekündigt worden. Ich besitze den zweiten Teil auf Steam. Ich habe dann den noch nicht einmal gespielt. Übrigens, Payday 2 ist für euch noch bis zum, ein Blick in den Kalender wird es mir verraten, bis zum 15. Juni, 17 Uhr. Für euch kostenlos ergatterbar im Epic Game Store. Also wenn ihr da mal einen Blick reinwerfen möchtet. Ich meine, das ist spielbar über Epic, über GeForce Now. Zumindest die Steam-Version. Bei Epic bin ich mir gerade nicht sicher.
Aber ein Spiel für lau. Und es soll kommen, so, wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Die Rücktasse. Es soll am 21. September erscheinen. Und wenn ich mir die Screenshots angucke, und deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert, das sieht nicht geil aus. Also das sieht für mich nicht nach Current Gen aus. Das ist dann so, wie es zum Teil aussieht. Vielleicht Xbox 360, gut, okay, hat nette Feuereffekte, die dann, weiß ich nicht, Unreal Engine 5 ist, so sind. Aber ansonsten sieht das Spiel nicht so aus, wie ich jetzt ein Spiel aktuell erwarten würde. Okay. Ich kann mich auch irren. Ja. Also, no hate. Ja, schauen wir mal, was das angeht. Also da kann sich ja vielleicht noch was tun, aber ja, wahrscheinlich eher nicht. Klar. Aber ja, naja, klar, wir kennen das ja. Wenn man sagt, schon im September soll es rauskommen, glaube ich, wird sich da nicht mehr viel tun. Definitiv, aber auch ein Highlight, was ihr euch auch als Demo geben könnt, ist Lies of P, was eigentlich mal für Stadia erscheinen sollte. Und wer sich fragt, wieso denn Pi und wieso denn Lies, wieso lügt denn der Pi? Das ist natürlich eine Referenz zu Pinocchio. Und warum das Ganze erfahrt ihr dann natürlich in diesem Spiel, was auch schon als Pre-Order verfügbar ist. Aber gebt euch doch erstmal die Demo oder schaut auf unseren YouTube-Kanal für einen ersten Sneak Peek zu diesem Spiel. Natürlich Mirage hatten wir schon gesagt, was demnächst erscheinen wird. Remnant 2, ich gehe mal davon aus, dass das auch seinen Weg in die Cloud finden wird. Mortal Kombat 1, also ein Reboot von Mortal Kombat, was absolut fantastisch aussah, Summer Game Fest. Ich bin mir ganz sicher, dass auch Mortal Kombat seinen Weg in die Cloud finden wird. Dann hatten wir noch, also das war so ein bisschen, Baldur's Gate 3, da müssen wir natürlich sagen, das wird ja auch demnächst veröffentlicht, nämlich im August, Ende August ist es da soweit. Für einige natürlich auch das ein Highlight. Aliens Dark Descent kommt auch bald raus, kostet 40 €, sieht auch sehr, sehr, sehr interessant aus. Lords of the Fallen ist jetzt auch wieder eher so ein PlayStation-Titel. Alan Wake 2 natürlich, glaube ich, für viele ein Highlight. Ich freue mich natürlich auch sehr darauf. Insta-Buy, definitiv. Ich habe schon so häufig erzählt, dass es kaum Spiele gibt, wo ich sage, da freue ich mich drauf, die muss ich sofort haben, wenn sie rauskommen. Und ich weiß ja auch schon, es sind Ewigkeiten, man hat ja schon so Teaser-Screenshots gesehen von Alan Wake 2. Aber ich sehe es jetzt aktuell im Zuge des Summer Game Festes und denke mir einfach nur, mal ganz im Ernst, ich habe mir den ersten Teil damals auf der Xbox 360 geholt. Ich meine auch relativ zeitnah zum Start. Und es war einfach so ein krass schönes, atmosphärisches Spiel. Ja, Gameplay, einige Gameplay-Elemente waren vielleicht ein bisschen blöd und nervig und so, aber okay. Ach ja. Aber wenn Remedy wirklich eins kann, dann ist es Geschichten erzählen. Und ich fand den Aufbau von Alan Wake 1 alleine schon so genial, dass es in wie so eine Fernsehserie in so Episoden aufgebaut ist. Ja, das war wirklich halt. Ja. Also ich bin ja nun mal einer, ich zock jetzt halt nicht 6 Stunden am Stück. So. Deswegen fand ich das halt zu dem Zeitpunkt immer so. Ey, du hast jetzt gespielt, du hast jetzt eine Folge zu Ende gespielt, dann kam so ein kleiner Abspann mit Musik und so weiter. Das war dann für mich dann auch so, ja, cool, du kannst auch mal ein bisschen aufhören zu zocken und dann bist du in die nächste Episode reingegangen, dann gab es dann nochmal so Previously on Alan Wake. Ja, ja. Da wurde dir nochmal ein bisschen erzählt, was passiert ist und so. Das fand ich richtig cool von der Narrative. Ich weiß von dem, was ich gesehen habe, dass Alan Wake 2 ja auch so ein bisschen abdriften wird in Richtung mehr Survival Horror gehen wird, also genau das Richtige für mich, Schisser. aber es kommt auch schon am 17. Oktober raus. und da würde ich aber definitiv sagen, wenn das Ding rauskommt, das möchte ich spielen, weil ich Remedy sehr, sehr gerne habe und ich hatte auch eine Menge Spaß mit Control gehabt. Deswegen, ich freue mich wirklich auf Alan Wake 2. Und denkt auch dran, alle, die die Demo schon gespielt haben, so hyped sind wie ich, Alone in the Dark kommt ja auch eine Neuauflage. Und die ist ziemlich gut. Also da könnt ihr euch auch nochmal die Demo reinziehen. Was haben wir denn noch? Ich scroll mal eben nochmal durch von den Dingen, die mich jetzt persönlich interessieren.
Achso, du kannst kurz. Ja. Also, ich wollte nur ganz kurz einwerfen. City Skylines 2. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Auch raus. Ah, das wollte er sagen. Ja, natürlich. City Skylines. Kommt am 24. Oktober und werden wohl aller Anschein nach auch direkt im Game Pass erhältlich sein. Das ist nochmal eine fette Ansage. Ja, ich muss vor allem ziemlich brechen, weil jetzt so viele gute Spiele rauskommen. Also Final Fantasy 16 wird, glaube ich, den Rest meines Jahres bestimmen hier. Plus natürlich, dann kommt ja schon Anfang nächsten Jahres Final Fantasy Rebirth und das hat mich umgehauen. Ich habe dieses Summer Game Fest gesehen und dachte so, oh mein Gott, ich schlafe gleich ein. Und dann kam der Trailer zu Final Fantasy Rebirth, ich hatte instant Gänsehaut. Also das hat mich... Oh, ich als so großer Fan von Final Fantasy VII, eins meiner ersten großen selbst gekauften und dann auch bis zu so viele Stunden gespielten Final Fantasy VII Original auf der PlayStation, ist das natürlich eine Offenbarung. Also ja, das ist natürlich auch viel Fanservice und Fanliebe, was da drin steckt, aber es sah so toll aus. Und ich bin so gespannt, wie diese Story dann neu interpretiert weitergeht. Deswegen, das wird dann Anfang nächsten Jahres richtig schön für mich. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und natürlich trotzdem der Rest des Jahres ziemlich vollgepackt. Die Microsoft-Titel kommen ja auch noch raus. Endlich kommen da wieder neue Inhalte für alle Fans. Und ich weiß gar nicht, wie man das alles zocken soll, oder? Also ich glaube, wir müssen einen Plan machen, wie wir das überhaupt alles spielen wollen. Und wenn dann auch ein Starfield kommt und dieses Spiel auch gut ist, dann vorbei leben. Also Privatleben, also Leben außerhalb von Videospielen. Winke, winke. Toxic Commando. Ich habe gerade einen Trailer nebenbei angeschaut. Ja, also... Ich sage jetzt noch mal kurz, meine absoluten Highlights habe ich ja eigentlich schon fast gesagt, nämlich die Final Fantasy-Titel, die jetzt demnächst erscheinen werden. Aliens Dark Descent natürlich, Alone in the Dark, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wenn ein neues Forza kommt, der Captain lacht sich tot, wenn ein neues Forza kommt, dann natürlich auch das, weil die Titel auch ziemlich cool finde. Und ja, mal gucken, was mit Starfield wird, das potenziell ja vielleicht auch. Und wie sieht es bei dir aus, Captain? Was wären deine Highlights? Ich habe gerade ganz kurz, ich muss jetzt hier, ich habe was entdeckt, das irritiert mich gerade mega hart. Palworld heißt das Spiel. Okay. Und Palworld, ich zitiere IGN, Palworld ist wie Pokémon, nur mit Waffen. Oha. Und scheiße, ja. Sieht das lustig aus. Also stellt euch wirklich vor, Pokémons, die sehen auch so Pokémon-esk aus. Okay. Und die haben einfach dicke Wumm. Und dann wird gegen andere Monster gekämpft. Oha. Ja, also... Irre. Okay, also ich stehe nicht so auf diese JRPG-Spiele, aber ich glaube, das könnte tatsächlich was... für mich sein. Ja, worauf freue ich mich? Also definitiv auf Alan Wake 2. Star Wars, ich bin immer gut zu haben für, oder ich bin immer zu haben für ein gutes Star Wars Spiel. Bei Ubisoft, wie gesagt, ja, gucken wir einfach mal, wie es wird. Also ich muss auch zumindest mal die neuen, wie heißt es, Jedi Survivor? Oder Fallen Order war der erste, ne? Jedi Fallen Order war der erste und jetzt ist Jedi Survivor, ne? Genau. Den muss ich auch nochmal spielen. Mit Fallen Order habe ich damals im Game Pass Ultimate gespielt über EA Play auf der Xbox. Das war ganz cool. Okay. Ansonsten, ja, ich weiß, Mortal Kombat hat eine dicke Fanbase, aber das ist halt auch einfach nicht so meins. Ja, achso, die Leute, die Dead by Daylight spielen, die können sich freuen. Die haben es bestimmt schon gelesen. Nicolas Cage als DLC-Charakter für Dead by Daylight. Hau mich K.O., sag ich da nur. Und ansonsten... Achso, und natürlich das Cyberpunk-DLC. Ja. Aber ist das ja nicht das erste Story-DLC, ne? Das ist der zweite, glaube ich. Doch, schon. Das ist die erste dicke Erweiterung. Okay, dann muss ich da definitiv auch nochmal reingucken, weil ich mit Cyberpunk auch echt Spaß hatte.
Kann ich nicht anders sagen. Aber was sind eure Highlights vom Summer Game Fest? Schreibt es uns einfach in die Kommentare oder auch auf Twitter. Worauf freut ihr euch? Wo sagt ihr lieber, lass liegen, das brauche ich nicht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare auf Twitter, per Mail. Lass uns mal drüber sprechen. Da bin ich mal echt hart gespannt. Gut. Ja, das soweit dazu. Ansonsten gehen wir jetzt mal locker fröhlich rein in den Cloud. Weswegen wir hier sind, genau. Weswegen wir hier sind, in den Rückblick, in den Wochenrückblick. In unsere Vorschau der Rückschau des Wochentags KW23-Wochen-Dings. Ja, das macht alles keinen Sinn, egal, ich lasse es einfach mal drin. Gut, wie gesagt, stadt-bremerhaven.de, oben in die Suchleiste klicken, Cloud und den aktuellsten Wochenrückblick schwarz auf weiß lesen können und da natürlich auch immer mit so ein bisschen noch Extras wie Links und Werbung. Ich meine Links und Videos. Es ist Sommer, es ist Sonne, es ist einfach viel zu warm, aber es gibt natürlich ein GeForce Now Update und das ist auch fernab der Spiele ziemlich groß, denn es gibt jetzt eine neue Art, eure Accounts, also Steam, Epic und Ubisoft zu verknüpfen und hier verspricht Nvidia tatsächlich, dass es endlich so sein soll, dass ihr euch nicht mehr ständig anmelden müsst. Und das wäre doch wunderbar für alle, die da mit geplagt sind. Ja, alle, die schon ein bisschen länger spielen, werden da nicht so die Probleme mit haben. Aber trotzdem kann es vorkommen, dass ihr euch immer mal wieder anmelden müsst. Das soll jetzt Geschichte sein. Also verknüpft doch mal schnell eure Accounts, damit das endlich aufhört. Außerdem natürlich eine neue Season von Tom Clancy's The Division 2. Oh mein Gott, schon wieder eine neue Season. Broken Wings heißt das Ganze. Sie läutet jetzt das 5. Jahr des Spiels ein. Wow, herzlichen Glückwunsch dazu natürlich und bringt auch einen neuen Spiel namens Descent mit. Also da lohnt es sich vielleicht doch nochmal bei The Division 2 reinzuschauen, was natürlich auch immer noch eine absolut fantastische Serie von Ubisoft ist. Das ist so ein bisschen Rogue-Light-mäßig, nicht Rogue-like, sondern Rogue-Light. Gott, Roguelike. Es ist einfach ganz dramatisch schlimm. Also Roguelite und nicht Roguelike. Mit von bis zu 4 Spielern und beginnt jedes Match ohne Ausrüstung, Vorteil oder Spezialisierung und ihr schaltet das im Spielverlauf frei, um im Rang aufzusteigen. Wir haben 2 neue Games diese Woche, in der letzten Woche, und zwar Amnesia The Bunker und Harmony The Fall of Reverie. Das sind 2 neue Spiele bei GeForce Now. Und der werte Captain Aldi erzählt euch jetzt, welche Spiele denn das welches Spiel? Der macht immer Unsinn. Ihr müsst euch das bei YouTube mal angucken, weil dann könnt ihr das nämlich auch sehen. Weitere Spiele wählten das Opt-in für GeForce Now. Was ist denn dabei? Alaskan Road Truckers, Alone in the Dark, Prologue, Free to Play, AEW, Fight Forever, Starship Troopers, Extermination, denn wir alle wissen, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Gott, was ein guter Film. Hot Wheels Unleashed 2, Turbocharge, Jagged Alliance 3, Bullet Runner, The First Slaughter, Free to Play, Sneak Out, Krumlech. Mildew Children, Shadow Tactics, Ico's Choice, aktuell via Epic. Shadow Tactics, Blades of Shogun, aktuell via Epic. Und Mediterrana Inferno. Oh ja. Erlaubt in Gesetz. Oh ja. Also ein bisschen, was mich ja hier interessiert, ist Starship Troopers Extermination. Ja. What the hell ist das denn? Ich glaube, es ist ein neuer Ego-Shooter. Ego-Shooter ja, mit Starship Troopers. Also nicht, warte mal, wann kam denn das erst? Es gab eine Zeit lang Starship Troopers PC-Game. Es gab eine Zeit, da sind sehr schlechte Games rausgekommen zu Film. Ja. Ich erinnere mich, welches war das denn?
So, warte mal, ich hab's bei Amazon gerade gefunden. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Steht es hier irgendwo? Steht es hier? Hallo, Aegis. Verteidigen Sie zusammen. Bla, bla, bla. Also es gab auf jeden Fall irgendwann, das muss, weiß ich nicht, Anfang der 2000er gewesen sein. Schon mal so ein Ego-Shooter, okay, zu dem Film. Achso, hier, warte, hier haben wir IMDb, die verraten uns das. 2005, das ist fast von Empire Interactive, war nicht so geil. Ich meine auch nämlich, dass es so im gleichen Zeitraum sogar ein Spiel gegeben hat von From Dusk Till Dawn. Auch sehr, 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 sehr schlecht. Oder aber, erinnere ich mich nicht dran, du. Ich glaube, brauchst du auch nicht. Das ist eigentlich auch tatsächlich nicht okay. Der wird. Aber wie dem auch sei, also von dem, was ich jetzt auch auf, sag schnell, auf TikTok habe ich schon mal so ein paar Videos gesehen von dem Game. Es ist kein Singleplayer-Spiel, es ist ein Multiplayer-Spiel. Es ist so ein, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, korrigiert mich liebend gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, dass es ein Squad-Multiplayer-Game ist, wo man halt dann, es könnte auch PvE sein, also wirklich nur, dass man halt zusammen eben gegen die Bugs kämpft, gegen Wellen von Bugs. Sieht aber auf jeden Fall sehr spaßig aus. Könnte ich mir sogar vorstellen, mit Cheeky mal dann den Bugs in den Hintern zu treten, liebe Leute. Ja, das hört sich ja schon mal ziemlich interessant an. Das finde ich auch. Ja, so. Ja. Okay, gut. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt von der Starfield Steam Page und ich sag's euch, wie es ist: 70 Euro könnt ihr Starfield vorbestellen für PC Release, angesagt für 6. September 2023. Und die digitale Premium Edition kostet 99,99 Euro. Und es gibt noch eine physikalische, also eine Edition, die ihr in die Hand nehmen könnt. Die gibt es auch noch. Und mit dabei ist dann auch, so wie ich das sehe, eine Uhr. Starfield Chronomark Watch. Dann natürlich das Spiel. Ein Steelbook, ein Displaycase, ein Watchcase, also für die Uhr so ein Constellation Patch und dann irgendein, die erste Story-Erweiterung. Oha, also bedeutet, es gibt mehrere, wahrscheinlich potenziell mehrere Story-Erweiterungen. Und Digitalkram, ja. Naja, ich sag mal, die Videospielpreise sind ja sowieso alle insane. Aber was sagst du denn? Also 99 Euro kaufen oder? Ja, aber das war jetzt nicht für 99 Euro mit der physischen Version. Die war nochmal extra. Ich putze mir gerade die Nase. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ist mir egal. Ist mir egal. Du musst jetzt antworten mit deiner Rotze. Ja. Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Ich gehe mal davon aus, dass das Ding nochmal ordentlich mehr kostet. Ja, da frage ich mich dann ja auch, bis auf die Goodies, was da physical drin sein soll. Also zumindest für die PC-Version, sind wir mal ehrlich. Blu-ray-Laufwerk ist ja nun mal kein Standard am Rechner. Also Laufwerk an sich ist ja kein Standard mehr. Aber ich erinnere mich noch als. USB, ich glaube, es ist auch USB-Stick. Aber es ist ja auch egal, oder? Ja, aber ich erinnere mich dann, als GTA 5 damals für den PC rauskam, auf wie viel DVDs das ausgeliefert wurde. Das war ja pervers. Gut, also das Ding ist, mit Starfield habe ich bisher noch so gar keine Berührungspunkte, bin ich ganz ehrlich. Ich bin aber auch bis jetzt noch nie so ein Freund gewesen von diesen krassen Deluxe-Editionen. Also, weil die mir persönlich halt einfach so, also ich bin halt auch nicht so der Sammler. Also bei mir steht das Spiel in den Vordergrund. Das möchte ich konsumieren. Ja. Und dafür bin ich zumindest zu wenig Sammler. Ich habe
mal, also ich glaube, mit so die einzige Special Collector Super Duper Edition, die ich besitze, ist von Hitman Absolution auf der Xbox 360. Wow. Ja, was aber auch nur daran lag, dass es bei uns in der Firma mal dann irgendwann rumlag und raus musste und ich das halt wirklich für ein Schnäppchen geschossen hatte. Und ich dann halt sagte, ja, cool, dann kann ich Hitman Absolution spielen für einen guten Kurs. Ich sag mal so, in das Artbook, was dabei ist und so, nicht reingeguckt. So. Ja, also ist natürlich wirklich nur für Fans, denn diese Constellation Edition mit einem Digitalcode, also es ist kein okay. Datenträger oder sonst was dabei, kostet 300 Schleifen. Da ist es egal, ob es PC oder Xbox ist. Für die, was hatten wir gesagt, die Standard Edition war für Konsolen nochmal 10 Euro Aufpreis. Also für die Xbox, wenn ihr es für die Xbox kauft, kostet generell PC-Preis plus 10 Euro um drauf, dann habt ihr den Konsolenpreis. Ja, also ich sag mal, ja, also ich denke mal, für Fans ist das natürlich trotzdem immer eine Überlegung wert. Bei der Deluxe Edition kriegt ihr dann natürlich, was, also ich finde, die Deluxe kostet schon ordentlich mehr, aber ihr kriegt da ja natürlich nochmal den Story-DLC, den ihr sicherlich später auch einzeln kaufen könntet, mit dabei, plus halt diesen ganzen Bonuskram. Ja, muss man halt wissen. Aber wenn man Fan ist, dann holt man sich das so oder so. Von daher spielt das wirklich keine Rolle, was da jetzt steht. Also Fans werden es sowieso kaufen. Und letztendlich ist ja bei solchen Games auch so viel Inhalt drin, dass wenn du es dann wieder runterbrichst auf die Spielzeit, dann macht das ja auch wieder nicht so viel aus. Ne? Also man muss ja auch sagen, da steckt natürlich auch so viel Arbeit hinter, dass ja, es kostet halt Geld. Ne? Oder halt Game Pass. Wird wahrscheinlich also, die andere Option sein, sich das im Game Pass zu holen und dann holt man sich dann so einen Erweiterungspass für, der wird ja wahrscheinlich auch mindestens 30 Euro kosten. Gehe ich jetzt mal stark von aus, dass er irgendwas um 30 Euro kostet. Und dann habt ihr halt Game Pass plus das. Ne? Das wäre dann, glaube ich, die günstigere Option. Ohne die digitalen Boni. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht irgendwann mal so ein Ultimate-Version gibt vom Game Pass oder so ein Ultimate Plus, wo dann auch, so wie bei Ubisoft zum Beispiel, die Deluxe Editions dabei sind. Also, dass du quasi ein Upgrade buchen kannst für deinen Game Pass, um halt auch wirklich alle Inhalte zu bekommen. Das fände ich krass. Das wäre, glaube ich, echt ein geiler Deal. Dass du dir keine Gedanken mehr machen musst, was sind denn jetzt für Inhalte dabei und so weiter und so fort, sondern du holst dir dann quasi so das Upgrade und hast dann wirklich alles all in. Ja. Wäre eine Idee. Microsoft, ne? Ihr ruft mich an, call me, baby. Ja. Okay. So, jetzt haben wir über, was haben wir denn gerade gehabt? GeForce Now, ne? Ja. Ja. Okay, und ein bisschen Ausflug mal wieder hin zu Starfield. Microsoft. Ja. Aber es gibt auch News bei Utomic, lieber Captain. Was haben wir denn da das Neues? Ist richtig. 7 neue Titel sind für euch spielbar. Und zwar Twin Mirror, Rhythmos, Fling to the Finish, Call of the Sea, Saints Row 4, Saints Row Get Out of Hell und Double Dragon Trilogy. Ich finde gerade, glaube ich, so für alle Stadia-Fans oder ehemaligen Fans, gibt's ja nicht mehr, ist Utomic eigentlich mittlerweile eine gute Alternative geworden. Also wirklich viele auch tolle klassische Titel mit dabei. Jetzt natürlich neu Twin Mirror von Dontnod. Und ansonsten die Double Dragon Trilogie auch für alle Arcade-Fans ziemlich cool. Saints Row 4 hat natürlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ist trotzdem noch ein toller Titel. Also ich finde, nee, lohnt sich. Den hatte ich schon keinen Bock mehr. Also den dritten fand ich noch sehr, sehr geil. Den habe ich auch liebend gerne auf der Xbox 360 gespielt. Aber ja. Mit dem vierten bin ich da nicht mehr warm geworden. Weil vielleicht hat mich da einfach das Setting genervt, dass es halt alles in so einer Virtual Reality eigentlich noch stattgefunden hat, aus Gründen. Wir wollen ja nicht spoilern. Aber den dritten fand ich noch ganz abgehoben, lustig und ja. Ja, Captain nicht so begeistert, aber nicht schlimm. Ja. Vielleicht habt ihr ja Bock, das Ganze zu zocken. Genau, dann könnt ihr es jetzt bei Utomic spielen. Im Abo.
Keine Ahnung, was das für ein Sound war, aber wir nehmen den einfach mit. Ja. Dann, ihr habt ja gerade schon von uns gehört, dass da potenziell ziemlich viel demnächst erscheinen wird bei den guten Game Pass Microsoft xCloud, Xbox Cloud Gaming Freunden. Sperriger geht's gar nicht, also kurz xCloud. Potenziell ist da einiges für euch drin, aber in dieser Woche bekommt ihr folgende Spiele, nämlich Amnesia The Bunker und Hypnospace Outlaw. Und außerdem könnten demnächst noch folgende Spiele folgen, nämlich Persona 5 Tactica. Day One wäre das 17. November oder aber Persona 3 Reload, angekündigt für Anfang 2024. Und warum könnten diese demnächst folgen? Weil auch andere Titel schon im Game Pass für xCloud verfügbar sind. Also sind die Chancen da ziemlich hoch. Kommen wir zur beliebten Kategorie. Was ist denn da Neues bei Endstream Plus? Moment, ich frage mich ja, weil... was denn? Gehen wir wieder zurück. Warte, ich scroll zurück. Ganz kurz, ja, weil wenn ich mir das Cover angucke von Hyperspace Outlaw, habe ich Fragen. Okay, stelle diese Fragen. Nee, das Ding ist, ich bin gerade auf der Steam-Page und ich lasse einen Trailer laufen, ja. Und ich habe noch mehr Fragen. ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Jetzt, Nein, es ist in Ordnung, aber pass auf, guck es dir mal, die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal, gucke es dir einfach mal an. Du musst ja vielleicht nicht den ganzen Trailer anschauen, das geht jetzt nur eine Minute oder so. Ja, die Sache ist ja die, wir müssen das natürlich auch so ein bisschen für unsere Podcast-Zuhörer transportieren. Ja. Das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein LSD-Trip. Naja, also so ein LSD-Trip gemixt. Also stellt euch vor, es ist Mitte, Ende der 90er. Ihr habt euren Windows 95-Rechner gerade hochgefahren und guckt euch da total spannende Grafiken an. Also so ist das Spiel auch. Ach du heilige Mutter. Ich glaube, ich spüre, ich weiß gerade, warum du noch mehr Fragen hast. Genau, was man sieht, das, was man sieht, beschreibt jetzt eigentlich, also man kann es nicht beschreiben. Nein, also. Schaut euch selber einfach mal Hype Hypnospace Outlaw Trailer an. Die ganz kurze, aber vorhandene Beschreibung auf Steam ist: Greetings, Enforcer, and thank you for enlisting in the Hypnospace Patrol Department. As the world falls into its slumber, Hypnospace becomes a bustling global village. These virtual streets aren't going to police themselves. Also, ich verstehe das jetzt so wie so ein Virtual Reality Mitte der 90er. Vielleicht hat der ein oder andere von euch den Rasenmähermann gesehen. Da gab es auch die ein oder andere Virtual Reality Szene. Es hat aber echt was, und da holt es mich auch schon wieder ab, so ein Charme eben. Ja, wirklich so ein Mitte, Windows 95, ne? Ja, Mitte, Ende der 90er, ja. So, das ist so, damit kannst du mich wirklich abholen. Das sagt der Mann, der sich gerne auf YouTube auch Werbeblöcke, Fernsehwerbeblöcke aus den 90ern anguckt. Warum? Aus Retro-Gründen. So. Also verlassen wir den Hypnospace. Also ich muss dem Captain da wirklich recht geben. Also schau dich das Ganze mal an. Hypnospace. Outlaw. Es ist wirklich absolut insane, was da los ist auf dieser Steam-Page. Aber es macht Bock auf mehr. Ich bin ganz ehrlich. Bei mir weckt es Bock auf mehr. Was ist jetzt hier los? Das Spiel ist von Publisher ist No More Robots und No More Robots kennt ihr wahrscheinlich von so Spielen wie Let's Build a Zoo, Nowhere, Prophet, Descenders, Not Tonight, Soccer Story oder Slayer's Axe. Entwickler sind Tender Shoot, Michael Lasch und Dead Witch is Media. Total irre. Das Spiel gibt es schon seit 2019 und es hat. Und jetzt stolpern wir erst. Okay. Ja, und das Spiel hat sehr gute Rezensionen auf Steam. Also wirklich also sehr gute. Warte mal, jetzt muss ich hier Ton ist ja auch eine Frage. Das Ding kann ja auch ich wollte mich gerade sagen, das Ding kann nicht viel fressen an Ressourcen. Nee, das läuft auf Kartoffel. Das ist gut.
Also liebe Leute, ich sag, wie es ist. Ich muss das gleich mal bei mir auf die Wunschliste, auf meine Steam-Wunschliste packen. Und wenn das Ding mal irgendwann im Angebot ist, ich glaube, dann müssen wir das mal spielen. Das müssen wir spielen. Irre. Das ist irre. Metakritik 83, richtig gut. Ja, das ist also für so ein Spiel. Naja. Oh mein Gott, einer hat sogar seinen Turbo-Button am PC gefunden. Also. Ja, wirklich, also das ist ein krasses Spiel. Also, liebe Freunde, entweder bei Steam oder welchen Store auch immer, oder ihr könnt das Ganze per xCloud spielen. I Know Space Outlaw. Ja, das ist unser Geheimtipp hier. Amnesia the Bunker, was ist das denn bitte? Egal, aber I Know Space. Hallo? So, kurz durchatmen, bevor wir jetzt dann tatsächlich. Irgendwas mit Anstream. Ja. Ich scrolle langsam runter, weil, liebe Leute, ich mache es mittlerweile so, ich bereite mich null vor. Also nee. Ich bedanke mich immer recht lieb bei Chiki, der dann ja immer den Blogbeitrag verfasst, dass ich auch mitreden kann, ohne großartig mich vorzubereiten. Und ich möchte einfach, dass meine Reactions true sind, wenn wir zu den Cover kommen. Deswegen scrolle ich. Ich glaube, du wirst eskalieren, weil da ist ein Klassiker dabei. Ein richtig guter Klassiker. Ich bin gespannt. Aber deswegen scrolle ich halt nicht mehr durch. So, was haben wir? What the fuck? Ja, Mann. Cosmic Cop ist wieder da. Nein. Ja, Cosmic Cop sparen wir uns. Über Cosmic Cop haben wir letzte Woche mit tatsächlich gesprochen. Wir haben Desmond's Dungeon und California Games. So, also Desmond's Dungeon 84, aus dem Jahr 84 vom Atari 8-Bit und California Games in der 89er-Version vom Atari Lynx. Dieses Spiel, das schon mal vorweg, die könnt ihr jetzt bei Anstream spielen. Was wir jetzt natürlich machen, einmal zur Erklärung, ist, wir küren immer das Cover der Woche aus dem Portfolio von Anstream, aus den Spielen, die neu sind. Also das haben wir jetzt irgendwie so eingeführt, dass wir uns immer die Cover angucken und küren dann eben unsere Favoriten und erklären euch auch, warum. Der Captain macht dann immer so ein bisschen Zeitrecherche und guckt sich dann das Cover nochmal in groß an, weil ein Teil meistens davon fehlt, beziehungsweise Screenshots vom Game. Das fließt dann in seine Bewertung mit ein, in meine nicht. Und das machen wir dann so lange, bis das Jahr endet. Und am Ende des Jahres küren wir dann noch einmal unseren absoluten Favoriten und dann machen wir eine Top 5 oder was auch immer. Wir gucken mal, Manchmal erfinden wir auch alternative Stories. Alternative Stories, wir schauen mal, wohin die Reise in dieser Woche geht. Aber ja, das sind die beiden Games, nämlich Desmond's Dungeon und California Games. Captain. Ja, ich habe jetzt gerade ein alternatives Cover zu Desmond's Dungeon gefunden, aber das schockt mich null an. Also da ist das, was wir jetzt hier haben, vorhanden, ausreichend. Okay. Wir sehen es erinnert mich so ein bisschen an Marble Madness, so von der Levelstruktur her. Ja. Und von oben herab sind drei sehr überrascht blickende Spinnviecher, die wirklich sehr überrascht gucken, weil vor ihm steht noch so ein Teufelskobold mit einem Sack voll Gold und vor ihm, ich dachte erst, es wäre Elmar Fudd gewesen, aber das ist er nicht. Das ist halt einfach ein sehr verwirrt guckender, kleiner, rundlicher Mann mit einem Football-Dress an. Aber guck dir mal die Hand an. Immer. Es ist kein Football-Spiel. Ja, warte mal, dafür brauche ich, glaube ich, nochmal das richtige Cover. Denn das, was er in der Hand hat, ist eine Steinschleuder. Oha, okay. Und dieser Kobold, der da vor ihm steht, der hat auch tatsächlich noch einen Stock in der Hand. Das sieht man jetzt auf dem Endstream-Cover-Ausschnitt nicht so wirklich. Und wenn ich mir dann Screenshots aus dem Spiel anschaue, stellt euch vor, es sind, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ebenen, die quasi so Begleitern auf und
man muss halt wahrscheinlich dann halt gucken, dass man von der einen Ebene in die andere kommt, Sachen einsammelt und dann zum Ausgang kommen, ohne vom Gegner. Also da ist das Cover wieder deutlich, deutlich spektakulärer als das Spiel. Was ich mich natürlich frage, aus dem Mund beziehungsweise von der Zunge des Wesens tropft irgendein grüner Schleim. Und vielleicht ist er einfach auch ein bisschen geil. Ja, aber der Football-Typ, der kein Football-Typ ist, der hat in seiner rechten Hand ja auch Sabber von der Hand tropfen. Also wie kommt das denn zustande? Ene, mene, miste, ich finger nicht, lassen wir das lieber. Jetzt frage ich mich aber auch, was im Hintergrund da noch abgeht, weil da ist ja auch so ein Absaugapparat. Ja, mit dem grünen Schleim. Absaug, keine Ahnung. Und sieht man das auf dem, nee, das sieht man da nämlich auch nicht. Auf dem ganzen Cover sieht es nämlich auch so aus, als wäre an diesem Ansaug- oder Absaugstutzen da auch nochmal so eine grüne Hand von irgendeinem Monster dran. Nee, das ist Schleim, oder? Guck mal, die Spinnen, die haben als Spinnfäden ja auch das grüne Zeug. Und der Kobold hat es auf seiner Zunge und im Gesicht. Und der der Dingstyp, der Didi, hat es an seiner Hand. Also irgendwas hat das auch mit diesem Schleim zu tun. Ja, vielleicht ist Desmond's Dungeon auch einfach nur ein Spiel, was von dem jungen Mann Desmond handelt, der sehr gerne in Swingerclubs geht und da seine Abenteuer erlebt. Mit irgendwelchen schleimigen oder an der Zunge. Das ist vor allem, das Viech streckt ihm die Zunge raus. Ja. Also wer weiß, also das finde ich sehr fragwürdig. Ich glaub, vielleicht rennt er ja auch weg vor den vielleicht rennt er weg vor den Spinnen und wer ist einfach jetzt so kaputt. Oder die haben den angespuckt mit dem Schleim und er ist total und der andere hat versucht, das wegzuputzen. Ja, aber guck mal, vielleicht will er ja wirklich gewisse, will dieser rote Kobold, so wie er zumindest aussieht, weil wie gesagt, er hat ja einen Sack voller Geld auf dem Rücken, Kohle für gewisse Tätigkeiten haben, ein bisschen horny ist und das wissen aber auch die Spinnen und deswegen gucken die so, einmal so, ich weiß nicht. Hm. Also da geht mir ein bisschen zu viel ab, aber auch irgendwie ist alles nicht so eindeutig, was da abgeht. Gut, California Games, Klassiker, würde ich sagen, oder? Auch vom Cover her. Ja, es ist so richtig early 80s, late 80s, early 90s. Man sieht es auch schon anhand des Covers. Wir haben den Unterteil einer wahrscheinlich jungen Dame, die in einem gelben Bikini zu sehen ist und mit weißen, entweder sind es Sneaker oder es könnten auch Rollschuhe sein, das sieht man aber nicht anhand des blauen Rahmens umhand des Fotos. So, sie ist angelehnt an einem Surfboard von hinten links, fährt sie noch einen BMX-Fahrer um, während dann ganz rechts außen hinter dem Surfer-Dude noch der Skateboarder steht mit seinem pinken Outfit. Also es ist klassisch aufgeräumt, man sieht sofort eigentlich, was Sache ist, California Games. Ja. Es geht um Fahrradfahren, es geht, wie gesagt, wahrscheinlich um Rollerbladen. Es könnte auch ein Frisbee sein, sie hat ein Frisbee in der Hand. Surfen, Skateboard, das ist ganz klar ein Sportspiel. Es ist verhältnismäßig wenig los. Es ist schwierig diese Woche. Also ich glaube... Ja. Ich glaube, mein Pick wäre dann aber eben, weil es so wirr ist und weil am meisten los ist und ich Fragen habe an diesen Kobold dann vorne drauf, ehrlich gesagt, geht, glaube ich, mein Cover der Woche an Desmond's Dungeon. Also ich würde, ich widerspreche, ich finde, das ist einfach viel, viel zu wirr. Und California Games ist ein absoluter Klassiker. Man sieht schon am Cover, dass das Production Value einfach so hoch ist. Und das gefällt mir sehr. Natürlich, klar, die Charaktere hier sind sehr gewählt, sagen wir es mal so, in der Form, wie es präsentiert wird. Trotzdem finde ich das in seiner Gesamtheit ziemlich stimmig. Ich bin ein sehr großer California Games-Fan hier in der Atari Lynx-Version, die ich gar nicht kenne. Aber trotzdem wahrscheinlich immer noch eine gute Umsetzung.
Deswegen, ich vote ganz eindeutig für California Games in dieser Woche. So, und auf dem NES-Cover von California Games sieht man ganz deutlich, auch links, auf dem Cover Atari von links. Sega Genesis, es sind Rollerblades, die Frisbee-Frau anhat. Aber okay. Rollschuhe, nicht Roller. Gut, die Cover sind Rollerblades. Rollschuhe. Wir sagen einfach Rollschuhe. Die Cover werden ja gleich sein sonst, ne? Ja, genau. Okay. Dann lassen wir das mal gelten. Aber California Games 2, das SNES-Cover, finde ich auch sehr geil. Die stehen am Strand und mittendrin steht ein Typ mit dem Snowboard und dem Schneeanzug. Okay. Am Strand von California. Oh Mann. Also Endstream, haut rein. Ich will California Games 2 vom SNES auf Endstream sehen. Wir müssen über das Cover reden. Wild, 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 wild. Achso, und natürlich gibt es noch eine neue Herausforderung für euch bei Endstream. Und zwar im Spiel Cosmic Cop gibt es die Herausforderung Protect and Serve. Und wenn euch diese Herausforderung nicht Herausforderung genug ist, dann wechseln wir jetzt mal zu Shadow PC, denn da gibt es einige Herausforderungen. Was ist da denn los, Chigi? Ja, aktuell tatsächlich gibt es einige Problemchen bei Shadow PC, die wir in dieser Hülle oder Ernsthaftigkeit vorher noch nicht gehabt haben. Hier beispielhaft ein Screenshot von mir mit einer Wartezeit von 41 Minuten, um überhaupt Zugriff zu bekommen auf seinen Shadow. Und wir fragen uns natürlich, was ist da los bei Shadow? Mehr als 40 Minuten Wartezeit und derzeit in der Spitze sogar mehr als eine Stunde, also quasi unbenutzbar. Shadow leidet eben unter massiven technischen Problemen, Abstürzen und längeren Wartungsarbeiten nach Hitzeproblemen. Das geht jetzt irgendwie schon seit ein paar Wochen auch immer durch neue Support-Tickets und Nachrichten im Shadow Discord, wo es dann letztendlich auch in der Breite öffentlich gemacht worden ist. Und die eigentlich etablierten Lösungen, die es da gab, brachten wohl keine schnelle Erleichterung. Und bis zu unserem Redaktionsschluss und bis heute eben, also Freitag beziehungsweise jetzt Sonntag, waren eben Warteschlangen von bis zu einer Stunde keine Seltenheit, zumindest im Rechenzentrum in Frankfurt, denn darum geht es hauptsächlich. Und die aktuellste Meldung war Überhitzung der GPUs, lange Wartezeiten. Das habe ich euch rausoperiert aus dem Discord. Hey, Shadow, leider brauchen die Wartungsarbeiten in Frankfurt mehr Zeit als vorgesehen. Es wird höchstwahrscheinlich heute Abend beziehungsweise längere Wartezeiten geben, generell am Wochenende und bis zu einer Stunde für alle, die ein Power-Upgrade haben. Und man entschuldigt sich. Ich muss es sagen, natürlich klar, man hat dann irgendwann die Sachen auch benannt und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Aber mir persönlich war die Reaktion auch hier wesentlich zu langsam. Und das wirft auch weiterhin kein gutes Licht auf Cloud Gaming und den Service an sich. Und auch, ich habe es ja schon gesagt, das waren jetzt außerordentliche Probleme. Die hatten wir vorher in der Größenordnung nicht. Und 95% irgendwie auch keine Probleme, so wie ich es so im Kopf habe. Also klar, ab und zu hatten wir mal ein bisschen ein paar Bugs oder was auch immer. Der USB-Treiber hat bei mir auch immer Probleme gemacht, bis das Update dann irgendwann mal kam. Oder dass mal die Verbindung nicht so gut war. Aber das ist natürlich eine andere Hausnummer hier. Also ich sag mal, wenn du 10 Minuten warten musst, mal ausnahmsweise, ist es wohl was anderes. Aber ich sag mal, alles darüber, das ist schon, dann hörst du auf. Dann zockst du dich mal eben noch. Und ich drück euch allen die Daumen oder ich drück uns allen die Daumen. Ich nutze ja Shadow auch, dass es schnell gelöst wird. Denn ich muss sagen, das hat es für mich natürlich in der letzten Zeit auch ziemlich unbenutzbar gemacht. Auch schon vor diesen Problemen gab es schon Probleme, wo ich manchmal nicht zocken konnte, weil warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das schon der Anfang dessen hier war oder ob da noch irgendwas anderes im Argen liegt, ich weiß es nicht, aber das ist, ich glaube, auch für alle, die neu dazugekommen sind, eine ziemlich schwierige Situation und ich kann das absolut nachfühlen und man kennt das ja, man hat nicht zwingend immer viel Zeit so und wenn du dann mal reinhoppen willst und ein bisschen zocken möchtest, dann machst du das Ding wieder aus und dann, keine Ahnung, guckst du dich gegebenenfalls nach was anderem um und ich bin gespannt, wie Shadow das letztendlich löst, ob es da auch eine Kompensation gibt oder was auch immer.
Ja, schauen wir mal. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten folgt Social Media. Geht da auch gerne entweder bei uns auf den Discord-Server und oder auf den Shadow-Server oder Social Media natürlich auch shadow.de. Wir halten euch auch auf dem Laufenden, beziehungsweise wir ja so oder so. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Der Captain kann ja jetzt auch nichts, weiß ich nicht. Willst du dazu irgendwas sagen? Also, das Ding ist, ich nutze kein Shadow. Ich kriege das ja immer aktiv durch dich mit. Ja. Ich finde es halt aber auch einfach, gerade bei dem, was dieses Produkt auch kostet, ist es ein sehr hochwertiges Produkt, ja, auch vom Preis her. Das ist auch legitim und in Ordnung, aber ich glaube, gerade dann ist es wirklich wichtig, die Nutzer halt auch auf dem Level zu halten, auf dem Stand zu halten. Natürlich, dass man halt schaut, dass man schnellstmöglich diese Probleme halt auch fixt. Weil klar, es gibt die Leute, die nutzen das aus Hobby, just for fun, ne, zum Zocken. Es gibt auch Leute, die nutzen das halt einfach beruflich. Die sind dann vielleicht auch einfach darauf angewiesen oder, naja, mehr angewiesen als andere Nutzer. Und da muss sowas dann halt auch funktionieren, was man auch, wie gesagt, für den Preis gerne erwarten kann und darf. Wenn es jetzt an meiner eigenen Internetleitung liegen sollte, gut, okay, schön, ist dann mein Problem. Aber wenn ich nachher, weiß ich nicht, 40 Euro im Monat für eine virtuelle Maschine bezahle, und, ja, du musst aber jetzt erstmal eine Stunde warten, bis du raufkommst. Das alleine finde ich schon echt schwierig. Also, wie du auch schon gerade sagtest, wenn es mal dann passiert und dann vielleicht, dass man sagt, gut, okay, du musst 10 Minuten warten, ist das schon halt eine harte Nummer, ja, aber okay, es ist vertretbar. Das ist ja genauso wie bei GeForce Now. Ja, klar. Da habe ich bis jetzt auch, das kommt super selten vor. So, als Priority-Mitglied musst du eigentlich nicht warten. So, die sagen natürlich halt auch, ja, du wärst bevorzugt, wenn du Priority-Tier hast, aber in der Regel ist es halt wirklich so, dass du dass du gar nicht warten musst. So, du bist eigentlich sofort, kannst das Spiel starten. Ja. Und dass mal wirklich das Fenster kommt und sagt, ey, alle Rigs sind belegt, du bist Platzwarteschlange sowieso, das kommt super, super selten vor. Und ja, das nervt mich dann halt auch, wenn ich dann irgendwie 10 Minuten warten muss, bevor das Spiel halt startet. Gut, okay. Aber im Umkehrschluss weiß ich, ey, das ist in dem Verhältnis halt extrem selten, dass es überhaupt vorkommt. Und ich zahle aber auch nur als Priority-Tier 10er im Monat. So, da bin ich ein bisschen entspannter. So, aber wie gesagt, wenn ich je nach Modell 40, 50 Euro im Monat an Shadow bezahlen würde und sagen würde, hey, ich will, keine Ahnung. So, also ich würde das Gerät ja, ich würde ein Shadow ja zum Beispiel nutzen, um zum Zocken und Aufzeichnen. Also ich würde es ja in dem Sinne ja sogar fürs Arbeiten verwenden, für unseren YouTube-Kanal, sage ich jetzt einfach mal. Hätte dann vielleicht noch ein Videoprogramm drauf und sage, ey, wir müssen jetzt tagesaktuell sein, ich muss jetzt noch ein Video fertig schneiden, rendern und hochladen. Das muss jetzt noch heute passieren, weil sonst bringt mir das nichts mehr. Das könnte ich dann in dem Umfang halt total knicken. Und da wäre ich auch ein bisschen angepischert. Ja, schauen wir mal, ob wir dieses Video hier noch gerendert kriegen. Ansonsten fällt das nämlich auch erstmal aus und dann müssen wir wieder ein paar Tage warten. Das hatten wir nämlich beim letzten Mal auch. Ja, also wie ist eure Erfahrung? Habt ihr Probleme mit Shadow PC oder funktioniert alles bei euch wie gewohnt? Lasst es uns gerne wissen. Ansonsten kommen wir jetzt hier so langsam zum Ende und noch ein kleiner Hinweis. Wir hatten natürlich wieder Talkshow in dieser Woche, und zwar die Folge 56 mit dem lieben Gregor Müller, der Schöpfer des Point-and-Click-Adventures Casebook 1899 The Leipzig Murders ist und war dann mit seinem Entwicklerstudio Studio Narrans zu Gast. Und die Folge könnt ihr euch natürlich anschauen auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/@cloudplaytalk. Und auch angeschaut haben wir uns die Demo, die verfügbar ist. Und da könnt ihr schon mal ein bisschen in den ersten Fall reinschauen. Auch die gibt es aktuell auf unserem YouTube-Kanal. Und in der nächsten Woche folgt dann auch neuer Inhalt vom lieben Captain natürlich. Und sicherlich auch das ein oder andere vom Gentleman und den anderen Freunden aus der Community. Ja, das war die Kalenderwoche 23. Das ist richtig. Das ist richtig.
Jetzt habe ich schon vorweggenommen, was du eigentlich in der nächsten Woche machst. Oder hast du noch irgendwas Schönes anderes geplant? Na, also sind wir mal ehrlich. Immer wenn ich versuche, irgendwas mir vorzunehmen und ich kündige das an, dann kommt immer irgendwas dazwischen, dass ich da eh nicht zukomme. Deswegen, ey, Leute, lassen wir es einfach. Okay. Wenn was kommt spontan, dann kommt es. Deswegen kann ich euch wirklich einfach nur den Tipp geben. Folgt mir auf Twitter @CaptainAldi ausgeschrieben. Geht auf Twitch einfach CPTAldi und lasst da einfach ein Follow da. Dann würdet ihr natürlich halt auch benachrichtigt werden, wenn ein Livestream spontan stattfinden sollte. Und ansonsten natürlich, klar, gibt es Videos von mir auf dem YouTube-Kanal. Deswegen auch da, wenn ihr diesen Podcast jetzt zufällig hört oder auf diese YouTube-Seite gelandet seid, durch Kennst du schon, ne? Das Video wurde dir vorgeschlagen. Schön, dass du da bist an dieser Stelle. Muss man ja auch mal sagen, freut uns. Aber dann lass einmal hier kurz ein Abo da, das ist auf YouTube total kostenlos und dann läutest du die Glocke vielleicht noch und lässt einen Daumen nach oben da und dann haben wir dich natürlich am meisten lieb. Aber naja, wir haben euch alle lieb. Davon mal abgesehen. Oh Mann. Ja, aber dann verpasst ihr nichts. Sind wir mal ehrlich. Wir sind ein durchgeknallter Haufen, der eine Menge Spaß hat an diesem Thema und auch an Unterhaltung und deswegen, es lohnt sich einfach hier reinzuschauen. Das ist für jeden was dabei. Ja? Das Ü-Ei des Cloud Gamings ist für jeden was dabei. Für groß, für klein, für ja, mittel, ne? Für links, für oben, ja. Für unten. So. Ne? Also. Ja, ich sag mal, genau. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, gute Nacht, einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und alles Liebe, viel Glück und viel Segen auf all deinen Weg und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen, ich bin raus und tschüss. Oh, hey. Hoch die Hände, Woche mehr.